andere ältere Herren. Genau, zum Beispiel jetzt Alternative für Deutschland, aber es gibt auch, Philo Sarrazin ist ein Artefakt oder ein Beispiel für diese Gruppe, aber es, auch ihre Kollegen, Herr Broder und Herr Joffe, haben ein Buch über politische Korrektheit geschrieben, wie schlimm der ist. Also warum wird das, wie gesagt, ist das ein Generationenproblem? Das ist sozusagen vor allem ältere Herren fortgeschrittenen Alters sind ja ein bisschen jünger, aber Sie können Sie das erklären? Also ich klage nicht über politische Korrektheit, um das mal gleich zu sagen. Ich klage überhaupt relativ wenig, sondern wenn überhaupt, klage ich an. Nein, ich glaube, das ist so eine merkwürdige sozusagen Opferfigur wiederum meist auf der Rechten. Also so wie ich gegen die Selbststilisierung als Opfer auf der Linken bin ich, muss ich sagen, auch beim konservativen Lager. Ich kenne das ja, da sitzen dann so konservative Hintergrundkreise, ja. Bin ich manchmal eingeladen, gehe ich heute nicht mehr hin, sitzen in der Regel 50-jährige, 55-jährige Männer, weiß, Wein ins Bierglas, in dem Fall darüber, ja, was ihnen die Mutti, also die Kanzlerin, wieder angetan hat, beziehungsweise wie sie die CDU ruiniert, ja. Oh Gott, denke ich ja, Jungs. Dann müsst ihr alle direkt gewählte Abgeordnete, dann hebt doch mal, wenn ihr sozusagen wenigstens eure Flagge hoch und dann führt man im Bundestag offen eure Fraktionen an. Tun sie nicht, weinen lieber. Und so ist es ein bisschen mit dieser politischen Korrektheit auch. Ich glaube erstens, jede Gesellschaft braucht Tabuzonen, sonst kann sie nicht funktionieren. Darüber können wir jetzt streiten, wie groß die sein muss. Eine Tabuzone zum Beispiel, auf die wir uns eindeutig in Deutschland geeinigt haben, ist alles, was mit der Leugnung des Holocaust zu tun hat. Da sind sie außerhalb jeder Debatte, gilt seit den Griechen aus gutem Grund. Es gibt irgendwann Argumente, die erwarten, braucht man kein Gegenargument mehr. Da braucht man sozusagen, kann man noch die Achseln zucken und da ist man außerhalb des Diskurses. Ansonsten, das sage ich dann diesen Leuten auch immer, nicht jedes Mal, wenn ein Artikel nicht gedruckt wird oder man in der Öffentlichkeit nicht gehört hat, ist ja nun die sozusagen, die sind jetzt nicht die linken Tugendwächter, die das verhindert haben, kann ja auch mal daran liegen, dass man nicht so besonders originell war, sollte man als Gedanken zumindest zulassen. Und insofern, ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass ich zum Beispiel nicht zu Wort komme, habe ich mir hier immer vergriffen. Sitze ständig in irgendwelchen Talkshows rum, habe eine Kolumne am Spiegel online, habe einen Film gemacht aus meinem, habe ein Buch gemacht, also insofern. Sie haben es gut, wenn ja. Sie sagen. Ja, also wie gesagt, da kann ich Ihnen als Kronzeuge jedenfalls für den verdrücksten Rechten, der sich über die politische Korrektheit beklagt, da kann ich Ihnen jetzt nicht. Ich wollte ja eher eine Erklärung haben, also das kann man jetzt, also woher kommt dieses Verlustgefühl? Ja, und natürlich ist das Nostalgie dafür. Frustration! Na gut, wir haben jetzt zwei Frustparteien im Augenblick. Es gibt die frustrierten jungen Männer, die sind bei den Piraten einmarschiert. Und dann gibt es die frustrierten alten Männer, die machen jetzt diese komische Alternative für Deutschland. Ich habe Herrn Schlömer, oder wie er heißt, den Piratenchef, gerade draußen getroffen und habe ihm gesagt, wissen Sie, Herr Schlömer, vielleicht haben Sie ja Glück bei den Piraten und Ihre Frusttruppe marschiert jetzt komplett zu der AfD. Und da hat er gesagt, wissen Sie, Herr Fleisch, und darauf hoffe ich auch. Ja, gut. Ja, sozusagen hat er wieder fröhliche Menschen bei den Piraten und die ganzen Frustler sitzen bei der AfD rum, ja. So, das ist eine Frust, natürlich, es geht auch, da hat doch die Anne Schwarzer total recht in dieser Frauengeschichte. Natürlich fühlen sich zum Beispiel in diesem Fall mittelalte Männer bedroht. Oder sagen wir mal, nehmen wir mal, Sie sind heute Mann 30, 32. Also, wissen Sie, ich bin jetzt 51. Ich habe sozusagen, weiß jetzt etwa, was ich kann, habe das einigermaßen, kann damit einigermaßen meine Seele bestreiten. Und jetzt hält das hoffentlich beim Spiegel noch bis zu meinem 67. Lebensjahr. Ja? Aber jetzt sind Sie 30 Jahre und Mann. Nicht Ende der Weisheit, aber sagen wir mal so, Ihr Aufstieg jedenfalls wird schwieriger, weil ja jetzt, das können wir sehen, wird in der nächsten Zeit kompensiert werden, was in der Vergangenheit nicht erledigt wurde. Das heißt, das wird so kommen, bei allen, zum Beispiel Ressortleiter, Posten im Spiegel und in anderen Zeitungen, um nur mein Gewerbe zu nehmen, wird man jedenfalls verstärkt darauf gucken, Frauen zu nehmen. Und das ist natürlich jetzt für eine Zwischengeneration von jungen Männern wird es sehr schwierig. Das heißt auch nicht, dass wir an den Mitleidenschaft fließen müssen, aber, und das wird jedenfalls die Altersgenossinnen von Ihnen noch erleben, das produziert natürlich Frust, den höre ich zum Teil auch. Und das wird auch Aggressionen produzieren, die sich übrigens so oder so dann ihre Ventile suchen werden. Darf ich ganz kurz, weil ich einfach eine andere Perspektive habe, warum die Reaktion so war und nicht anders. Also für mich hat es sicher auch, und Sie haben ja vorhin, Herr Fleischhauer, gesagt, ich hätte eine liberale Medium wie die Zeit. Ich habe meinen Streit mit dem Spiegel, mit der Emma, was auch immer, seit vielen Jahren, natürlich mit rechts auch, wenn es um Weißsein und auch um weiße
Vorherrschaft geht, da kennt es weder links noch rechts noch Couleur. So ist erstmal. Das ist meine Erfahrung. So. Das andere ist, warum reagieren jetzt plötzlich Männer bestimmter Generationen und so weiter? Es hat einfach mit Machtverlust zu tun. Es ist eine Angst vor Machtverlust. So. Also die Frustration, wer definiert, ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, wer ist einfach Herr im Hause? Das hat damit zu tun, bisher gibt es eine klare, strukturierte Definitionsmacht. Ja? Und jetzt kommen irgendwelche Minderheiten, zudem auch noch so jemand, so wie ich, der als Flüchtling in diesem Land gekommen ist, weil, also wenn man die verschiedenen Berichte liest, wie viele Belehrung ist drin, also das ist ja unheimlich belustigende, wie soll ich sagen, einfach auch persönliche Bezug in den Berichten da eingebaut worden, um mich zu belehren, dass ich möglicherweise das und das nicht richtig verstehe und weiß. Und das hat einfach damit zu tun, da schwimmt was weg. So, da verliert man einfach den Boden. So, und dazu kommt die Demografie, etc., etc. Ja, also die Demografie in den Großstädten kennt man inzwischen und hier jünger und so, vielfältiger, etc. Und da ist einfach eine Angst, wer hat das Wort, also wer bestimmt was, in welche Richtung wir gehen. Und das kann ich damit erklären, die Leute sitzen fest im Sattel, also die werden auch bis zur Rente auf jeden Fall ihre Redaktionspositionen verteidigen. Also ich glaube nicht, dass da jetzt erstmal unbedingt sie, aber trotzdem, wer hat zu sagen, wer hat was zu sagen. Und auch der Verlust der Bedeutung von den Mainstream-Medien zum Beispiel einfach, dass die Social Media und alternative Medien plötzlich doch auch enorm an Gewicht gewinnen und zumindest einfach auch den Diskurs mitbestimmen. Und darauf ist niemand angewiesen. Also ich bin nicht angewiesen, ob die Zeit eine bestimmte Meinung vertritt oder nicht, sondern ich kann über Alternativmedien auch bestimmte Diskurse vorantreiben. Jetzt ist die Debatte schon wieder da, wo ich sie eigentlich gern haben wollte, aber ich muss nochmal rückwirkend Ihnen, Herr Brumnick, widersprechen. Sie meinten vorhin, wir führen hier eine elitäre Debatte und wir reden nicht über NSU-Morde und behördliche Probleme und... Genau. So, ich finde, das ist definitiv überhaupt nicht die Debatte, die ich hier mit Ihnen führen möchte. Warum sollten wir beide über Armutszuwanderung sprechen? Über Rassismus reden. Mein Problem mit dem, das mag sein, mein Problem mit dem Rassismus ist, dass ich eben weder noch, ich persönlich sehe mich in meiner Biografie anders als Sie vielleicht nicht im Migrationskontext und das ist mein Problem, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mit Ihnen über Morde an Türken sprechen und über die behördlichen Strukturen. Mein Problem ist vielleicht, dass ich merke, dass ich gerade an eine Ecke komme. Also ich verstehe, worauf ich hinaus will, ist, dass das Problem in dieser Debatte ist, dass wir mal alles zusammenhauen. So, jetzt, ich habe einen türkischen Namen, jetzt soll ich mit Ihnen über NSU-Morde sprechen oder über Armutswanderer aus Roma. Was habe ich damit zu tun? Welche Kompetenz habe ich mit Ihnen und welche haben Sie? Warum wurden wir hier eingeladen? Mein Thema ist, ich bin eine von mir aus neue Deutsche. Es gibt diese Welle, es gibt die neuen Organisationen, die nennen sich eben nicht mehr Migrantenverein, sondern die nennen sich typisch Deutsch, Deutsch Plus, Deutsch von mir aus noch, und da schwingt eine Botschaft mit. Hallo, wir Deutsche, lasst uns zusammen gerne über Armutswanderung sprechen, aber nicht Sie hier sprechen mit Mekon und mir über Armutswanderung und Roma und Diskriminierung von irgendwelchen Gruppen, mit denen ich jetzt erstmal nichts zu tun habe, wo ich qua Amt, weil ich eben Migrationsperson bin, darüber diskutieren kann. Das ist ja Teil des Problems. Ich möchte darüber nicht reden müssen. Ich möchte darüber reden, warum Leute wie ich es schwer haben, in diesem Land zu sagen, lasst uns bitte auf ein Wort wie Neger oder Türken als Verkleidung verzichten, lasst uns bitte dieses oder jenes machen. Ein bisschen erfahren, aber kam rüber, worauf ich noch. Ich möchte jetzt dem Publikum die Möglichkeit